Servus Boxer Salabastia, ich spek, Leute. Wir öffnen heute wieder drei Top-Trainerboxen Zenit der Könige. So, dann haben wir dann dreimal die Lucario Visa-Karte und einmal 10 Booster-Packs. Ich mache mal kurz die anderen auf und dann sehen wir uns gleich mal wieder. Ich habe es mir doch anders überlegt, wir machen 4 Stück auf, Leute, weil ich noch einige hier rumliegen habe. Und dann fangen wir mal an. Wir haben ja schon viele aufgemacht, muss ich sagen. Und es geht direkt los mit Emolga Libiscus, Gladiantri, Zirpurze Tangela und ein Cleopatra im ersten Booster. Wir haben das Bidizam am Stüssel. Sind wir echt gespannt, was wir heute ziehen. Metank und eine Energiekarte in der Holo-Variante. Also ich mache die Booster kunterbunt auf, Leute. Also einmal von der Trainerbox, einmal von der, einmal von der. Poupons, Mauzi, Energiezugewinn, Scheinux, Koronospa und ein Weilot haben wir am Stüssel. Mauzi ist am Stüssel. Ich hoffe, dass wir... Ich weiß gar nicht, ob es ohne Energiekarte und ein Tantra... Ich weiß gar nicht, ob es im... ja, da war kurz das Aufstoßen da, Leute. Das hat mich kurz umgenockt, ne? Ich weiß gar nicht, ob es Godpacks gibt im Deutschen. Weißt du das? Da kriegst du so aus einem Pack richtig viele gute und... Wir kriegen ein Hisui Zoroark Vista in der alternativen Artwork-Variante. Schöne Karte. Hammermäßig, Leute. Wow, also so habe ich das Zoroark bis jetzt noch nie gesehen. Unglaublich schön. Mautzinger, Vista-Karte und der Code natürlich. Europe, 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 Europe ist da, Riolu, Staralili, Tausch und wir kriegen ein wunderschönes Seychelles. Also eine Goldkarte haben wir schon gezogen. Immerhin, Leute. Ein paar gute Hits hatten wir auch schon in den letzten Videos, muss ich sagen. Wir haben das Gladrianti, Zibuzi, Plaudergeist, Sonnkern, Kurelei und wir kriegen ein Elessart nochmal am Ende. Wir haben das Sichlor, Pokéball, Mangunio, Kikugi. Oh Gott, Leute, Trick. Hier ist schon mal der Code. Oh, weil wir haben am Start Zwirrlicht. Und wir haben ein Ditto in der Holo-Variante. Also ich muss sagen, Leute, die Galeriekarten, die sind es halt auch wirklich richtig. Weil ich möchte gerne alle Galeriekarten haben. Am besten wäre natürlich das eine mit dem Pikachu, wo das so... mit einer Pflanze chillt oder mit der Pflanze so, Junge, was mache ich denn für Tricks, Leute, gerade? Also meine Hände sind gerade richtig unterwegs, also ich weiß gar nicht, was los ist. Die sind gerade auf jeden Fall richtig, richtig glitschig und ja, die sind so richtig trocken. Wisst ihr, wie ich meine? Da kann man die Karten immer schlecht halten. Ich möchte es auch nicht in meine Hände spucken, wie die Torhüter immer. Ich habe jetzt auch keine Handschuhe dabei. Tausch Owei Libiscus Emolga Yanma Kommandutan und wir kriegen ein Cillebrem V, was wir auch schon des Öfteren gezogen haben, in der japanischen Variante. Staralili, Sichlor, Emolga, Mangunio, ey, immer die tue ich überspringen. Stolrak und wir kriegen ein Tangolos noch am Ende. Leute, schreibt mir mal gerne in die Kommentare rein, ob es, ja, Godpacks gibt in unserem TCG. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es nur das Ganze im japanischen gibt. Tangela, hopp, mit der coolen Unterschrift und wir kriegen ein Tantrak am Ende. So, wir machen es jetzt so, dass ich euch direkt den Code zeige, damit er weg ist. Poupons, Mauzi, Zugewinn, Scheinux, Gladiantri, Bluebella und ein... Junge, der Tangolosch, der hat irgendwie Bock mit seinem Langosch hier. Sichlor, Riolu, Mangunier, Kigugi, Staralili, Ditto. Ditto, oh, warte mal. Ich glaube, oh, Mewtwo in Holo, die habe ich noch nicht gezogen. Geil, Alter, die sieht geil aus, gell? Die sieht geil, Leute. Die sieht geil aus, Leute. Ich glaube, ich habe das noch nie gemacht. Ich gucke mal, ob ich das Ditto irgendwie abziehen kann. Keine Ahnung, ob das funktioniert. Wir gucken gleich mal kurz. Also irgendwie kann man es abziehen. Ich habe es noch nie gemacht, tatsächlich. Ich gucke nochmal später, Leute. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man es abziehen. Aber müsste ja eigentlich zum Abziehen sein, denke ich mal. Solange haben wir hier das Felilu, Algit, Iguana, Volley, Luxio und ein Luxtra hinterher. Europe, Drank, Stolunio, Krebskorps, Energiesuche, Entei und dahinter haben wir einen Volverok. Also gerade haben wir auf jeden Fall eine Losing Streak, Leute. Gerade gönnen uns die Packs nicht, aber vielleicht kommen die jetzt. Wenn wir jetzt nur schlechte Packs hatten, kann es ja sein, dass jetzt vielleicht auch nur die guten Packs kommen. Who knows, who knows, who knows. Wir haben hier einmal den Cody-Modi für euch hier am Schlüssel. Und ein Molung, Felilu, Mabula, Algit, Iguana, Ramot und ein Tauros. Okay, okay. Die Booster denken sich, Digga, reicht jetzt, du hast genug Gutes gezogen.
Die gönnen gerade nicht mehr, Leute. Scheinux, Pampam, Schnäppke, Wuffels, Tangela, Voltilam haben wir. Und dahinter ein Luxra haben wir noch am Start. Pantimos, Sonkian, Smogon, Bidiza, Molung, Freunde aus Hisui und ein Relaxo ist noch am Start. Junge, also wir haben gerade eine richtige Durststrecke, Leute. Ich weiß auch nicht, was mit den Packs los ist. Vielleicht haben wir einfach eine richtig blöde Trainerbox erwischt. Ich habe mir auch ein ganzes Case gekauft gehabt, tatsächlich. Dahinter ist was. Hype, Hyperball und Glaciola V. Haben wir bis jetzt noch nicht gehabt. Sieht sehr, sehr geil aus. Mal gucken, das Glaciola. Das Artwork gefällt mir richtig gut, Leute. Also, Felilu kann jetzt den Bann vielleicht brechen mit Smogon und ein Stolos in der Holo-Variante, Leute. Wir haben eine dicke, dicke Durchstrecke. Eieieiei. Wir haben jetzt nachdem noch, glaube ich, um die 20 Packs. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so weitergeht. Aber wenn es so ist, dann ist es halt so. Kann man auch nicht ändern. Strahlendes Andy Nalos. Haben wir bis jetzt noch nicht gezogen. Schauen wir uns jetzt das gleich mal ein bisschen genauer an, weil ich das erste Mal die Karte gezogen habe. Die habe ich jetzt auch im Japanischen gezogen. Aber die sieht geil aus. Die gefällt mir. Strahlendes Andy Nalos. Hammerkarte, Mann. Meinst du? Ah, okay. Absol und ein Luxtra. Guck mal, das Absol ist hier, ja, so Reverse mit so... Mit so, ja, weiß jetzt gerade nicht, wie ich das nennen soll. Mit so Farbklecksen. Wow, also gerade läuft's gar nicht gut. Mangonir und Volotrainer haben wir jetzt auch schon zum zweiten Mal, glaube ich, gezogen. Aber ist auch immer wieder schön, die Karte zu ziehen. Trainerkarten sind halt wild, Digga. Ich feiere die. Aber ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr bis jetzt aus Zenit der Könige gezogen habt. Würde mich mal sehr interessieren, ob ihr schon einen geisteskranken Hit hattet. Ob ihr euch eher die Latias und Samacenta. Geil. Ob ihr euch eher die, ja, die Trainerboxen holt oder die Kollektionen. Ich meine, es gibt noch was anderes, aber ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Das Pampam ist auch immer am Start. Das war ja, oh, da ist was, eine V-Karte, glaube ich. Tangela, Baby! Entei V in der alternativen Artwork-Variante. Jawoll, Alter. Die sieht ja mal mega krank aus, Leute. Hier mit dem Vulkan im Hintergrund. Einfach Dinos gestorben in dem Moment. Ja, Dino ist einfach gestorben. Einfach, da sind die Dinosaurier, glaube ich, ausgestorben. Wow. Junge, die gucken wir uns gleich mal ein bisschen genauer an. Die sieht ja mega krass aus, Leute. Gebt euch mal. Wow. Krank. Entei V in der alternativen Artwork-Variante. Also das Artwork. Boah. 10 von 10. Wirklich 10 von 10. Das stimmt alles. Der Hintergrund, die Farben. Krank. Staralili, Sichlor, Pokéball. Dahinter befindet sich auch wieder eine V-Karte, Leute. Sehe ich gerade. Hinter dem Strahlen des Endinalos könnte da was hinter sein. Ich bin mir nicht sicher, wir kriegen ein Seraora wie normal. Nehmt man auch mal wieder mit. Ich muss auch sagen, bei dem Set ist es tatsächlich so, dass wenig V-Karten, also so normale V-Karten drin sind. Die kommen selten, finde ich irgendwie. Natürlich gehen wir nachher nochmal durch, was wir alles gezogen haben, Leute. Ihr wisst ja Bescheid. Wir haben jetzt das Gladiantri, Europe, Wuffels, Stolunio, Riolu, Riffex. Geil, Digga. Gib dir mal. Ich glaube, das sind alle. Da ist einmal Toxtricity noch dabei, so wie ich hier richtig erkenne. Und wir haben ein Tangulos noch am Start. Gordrom noch dabei, okay. Ah, Starter-Pokémon. Okay. So, wir haben jetzt noch einige Packs da, Leute. Ich glaube, so um die 10 Stück. Wir haben jetzt so die schlechtesten eigentlich aufgemacht. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen mehr Luck, Tausch, Bidiza. Und wir kriegen ein Luxtra. Luxtra ist auch relativ oft dabei. Sorry, Leute, dass mir die Karten gerade so verrutschen, aber irgendwie habe ich gerade so richtig trockene Hände. Deswegen rutschen mir die Karten so ein bisschen weg. Deswegen mache ich es auch gerade so auf, weil es ein bisschen komisch ist. Poupons, Vylord und wieder Mewtwo, Digga. Der sieht so geil aus. Gebt euch mal. Guck mal, der Holo-Effekt, lol. Der ist so geil, der Holo-Effekt bei Mewtwo, finde ich. Und hier einmal noch der Code für euch. Mangunio ist wieder da. Staralili. Oh, dahinter ist, glaube ich, eine V-Star-Karte. Glaube ich. Owei und Wild. Grillchitta V-Star. Bro, die ist so geil. Die ist so lustig, die Karte, ne? Mann. Leute. Ich mich so an die Animation von Shin-Chan. Ja, Shin-Chan so ein bisschen, ne? Ist so das Artwork so ein bisschen davon. Haben wir jetzt auch zum ersten Mal gezogen, tatsächlich. Grillchitta.
müsste auch ein alternatives Artwork sein. Wir haben Mirapla, Jurob, Stolunio, Riolu, Domizla haben wir jetzt auch schon ganz oft gehabt und wieder Mewtwo. Also jetzt gönnen die uns Mewtwo auf jeden Fall. Das Domizla ist jetzt relativ oft rausgekommen. Was ich jetzt so ein bisschen vermisse, ist tatsächlich das Pikachu, die Pikachu-Galerie-Karte. Die habe ich noch kein einziges Mal gezogen. Nicht im V-Star und bis jetzt noch nicht hier, Leute. Aber, boah, geil. Celeste. Hammer, ne? Die sieht krank aus. Die gucken wir uns gleich nochmal ein bisschen genauer an, Freunde. Die ist ja mal ultra schön. Auch wenn nur das Pokémon dahinter ist, er chillt so ein bisschen im Wald, sucht Pilze oder so. Geile Karte. So, ich mache jetzt hier ein richtig krasses Pack auf. Ich hab's gefühlt. Dillion! Oh, Tauros ist da! Tauros war da! Und Tauros bleibt da. Stolunio ist da. Oh, dahinter ist wieder was. Ich seh's. Ich seh's, Freunde. Sichlor. Riolu. Energie. Da müsste eigentlich nichts dahinter sein, denke ich. Meine normale V-Karte ist dahinter und ein Volipurba-V. Das haben wir auch schon jetzt zum zweiten Mal gezogen. Aber ist okay. Zwei Holos drinne, warum nicht? Mollunk. Felilu, Algit, dahinter ist was, Iguana, Kyogre und ein Zeraora-V. Ich habe jetzt, gerade voll gehofft, dass da nochmal so ein alternatives Artwork-Pokémon ist. Aber ich sag nichts zu Zeraora, weil das, ich muss ehrlich sagen, es ist eine meiner Lieblings-Pokémon geworden. Weil es von dem Pokémon auch sehr schöne Artworks gibt, aber auch das finde ich geil. Erinnert mich, es ist halt so ein typisches Elektro-Pokémon, ne? So typisch, Digga, so typisches Pikachu nur in einer anderen Variante. Finde ich. Also sieht jetzt nicht aus wie Pikachu, aber es ist einer meiner Lieblings-Pokémon irgendwie geworden, finde ich. Das vorletzte Booster, Freunde. Okay, wir haben hier einen Plauder-Guy. Sonnkern, Bidiza, Smogon und wieder das Voltilam. Dahinter noch ein Vulkanion in der Holo-Variante. Natürlich noch der Code hier für euch. Und jetzt kommen wir tatsächlich zum letzten Booster-Pack und dann zeigen wir euch mal, die Karten, die wir hier gezogen haben bei 4 Top Trainerboxen. Oh wei, Wuffels, Felilu, Libiskus, dahinter ist was. Dahinter ist was, silberner Rahmen. Wir haben Hoppa V. Das ist genau das gleiche, auch alternatives Artwork. Richtig geile Karte hier. Haben wir auch schon bei V-Star Universe gezogen. Und noch ein Volipuba. V-Star dahinter, Digga. Oh, Minoki. Leute, okay, ich muss sagen, die Ausbeute ist, glaube ich, ganz gut verlaufen. Richtig schöne Karten. Ich zeige euch jetzt mal kurz, was wir alles gezogen haben. Also, Freunde, das war jetzt drin in 4 Top-Trainerboxen. Fangen wir an mit den Holos. Wir haben Ditto, Mewtwo, Stolos, nochmal Mewtwo, Volcanion, Vista-Karte, Volipurba, Silemprim V, Glaciola V. Also, die zwei, die sehen hammermäßig aus. Gebt euch mal. Boah, geil. Volipurba V, nochmal Zeraora V. Die Energiekarten haben wir gezogen. Ein Trainer. Volvo-Auto, sage ich einfach mal zu denen. Endinalos haben wir zweimal gezogen. Ditto, Leute, ich habe es jetzt nicht gefunden, wie man das abzieht, um ehrlich zu sein. Ich gucke nachher nochmal vielleicht. Ich will jetzt aber auch nicht die Karte kaputt machen. Kurelei, Voltilam, Zwirlicht, Latias, Riffex, Domizla, Chilest, Voltilam. Und dann kommen wir zu den alternativen Artworks. Einmal Zoroark, V-Star, Entei V, Krillchitta und Hoppa, Leute. Das sind so jetzt die sehr krassen Hits. Aber es war nice. War okay, würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ich bin raus. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.